Also ich glaube, dass ein Leser oder ein Zuhörer, der sich gerne auf eine spannende Reise entführen lässt, in einer tollen Umgebung, ist das ideale Buch, weil dieses vergangene Barcelona, das davon hier beschwört und das jetzt leider nicht mehr existiert, muss wirklich ein unglaublicher Ort gewesen sein, an dem auch unglaubliche Dinge passiert sind. Und hier in diesem Buch gibt es auch viele davon. Und ich finde das atemberaubend und macht unheimlich Spaß, das zu lesen und sich auf diese Reise, auf diese mystische Reise, die sehr, sehr spannend wird, zu begeben. Und bitte. Langsam löste sich ein Fahrrad aus dem Dunst. Ein junges Mädchen in einem weißen Kleid fuhr mir bergauf entgegen. Im durchscheinenden Licht des frühen Morgens waren durch die Baumwolle hindurch die Umrisse ihres Körpers zu erraten. Lange, heublonde Haare verdeckten in Wellen ihr Gesicht. Reglos wie ein halbgelähmter Idiot schaute ich zu, wie sie sich mir näherte. 2 Meter von mir blieb das Rad stehen. Meine Entschuldigung, Augen. Andreas, machst du bitte nochmal 2 Meter vor mir, blieb das Rad stehen auf einem Bogen, bitte. 2 Meter vor mir blieb das Rad stehen. Meine Augen oder meine Fantasie erahnten die Konturen schlanker Beine, die sich auf den Boden stemmten. Mein Blick kletterte das Kleid hoch, das einem Bild von Sorolla zu entstammen schien, um dann bei den Augen innezuhalten. So tiefgrau, dass man hätte hineinfallen können. Sie ruhten mit sarkastischem Blick auf mir. Ich lächelte und setzte das dümmlichste Gesicht auf, das ich zustande brachte. »Du musst ja mit der Uhr sein«, sagte das junge Mädchen in einem Ton, der zu ihrem starken Blick passte. Okay, vielen Dank. Wie Höllenmarionetten schwebten eine Menge lebloser Körper über uns. Wenn sie einander berührten, erzeugten sie dieses metallische Murmeln. Wir taten einen Schritt zurück, und ehe wir recht merkten, was passierte, blieb Marina mit dem Knöchel an einem Hebel hängen. Dieser gab nach. In einer Zehntelsekunde sauste die Armee eingefrorener Figuren herab. Ich stürzte mich auf Marina, um sie zu schützen, und wir fielen beide auf die Nase. Ich hörte das Echo einer heftigen Erschütterung und das Brausen der alten Glasstruktur, die erzitterte. Ich fürchtete, die Glasplatten könnten in einem Regen durchsichtiger Messer zerspringen, die uns auf dem Boden festspießten. In diesem Augenblick spürte ich eine kalte Berührung im Nacken. Finger. Ich öffnete die Augen. Ein Gesicht lächelte mir zu. Glänzende gelbe Augen leuchteten leblos. Glasaugen in einem Gesicht aus lackiertem Holz. Und jetzt hörte ich neben mir einen erstickten Schrei von Marina. Es sind Puppen, sagte ich, fast ohne Atem. Wunderbar, vielen Dank.